Ich muss jetzt hier raus. Peter? Doktor, es tut mir leid, ich kann nicht mehr warten. Setzen Sie sich. Wir haben doch schon alles besprochen. Ich hätte Sie nicht noch mal hierher gebeten, wenn es nicht wichtig wäre. Also gut, was ist los? Erinnern Sie sich, dass ich Ihnen sagte, dass gewisse Symptome für eine Gehirnverletzung sprechen? Ich sagte Ihnen, dass es mir gut geht. Hier sind die Ergebnisse Ihrer Computertomographie. Und? Sie haben ein sogenanntes sackförmiges Aneurysma. Und was bedeutet das? Es handelt sich um eine Gefäßwandausweitung. Es schwillt an und verursacht einen gewissen Druck auf die das Gehirn umgebenden Wände. Was können Sie tun? Schneiden Sie es raus. Das ist unmöglich. In Ihrem Fall ist es aufgrund seiner schwierigen Lage inoperabel. Gut, dann nehme ich Tabletten. Bitte, verstehen Sie doch, was ich Ihnen sagen möchte. Ich weiß doch, was Sie sagen werden. Sie werden mir sagen, dass ich sterben könnte. Wenn es aufbricht und anfängt stark zu bluten, dann besteht die Möglichkeit, dass es plötzlich aus sein könnte. Was wissen Sie sonst noch? Wissen Sie, wie viel Zeit ich noch habe? Das Problem eines Hirnaneurysma kann man nicht ernst genug nehmen. Antworten Sie mir doch. Wie lange mache ich's noch? Bis morgen? Also es ist etwa 4 Uhr. Was würden Sie denn von 4:30 halten? Peter, das ist nicht vorauszusagen. Es können Monate vergehen. Oder Wochen. Oder Tage. Stunden, Minuten, richtig? Sekunden. Ich werde sterben, das sagten Sie doch, Doktor. Oder nicht? Einfach so. Hast du die entsetzlichen Fotos von dem armen Mädchen gesehen? Nein, Schatz, ich wusste nicht, wieso du weggerannt bist. Sie lagen dort auf Mesensekretär und man konnte alles sehen. Sie hatte Blutergüsse und der Ausdruck auf ihrem Gesicht. Sie hatte grauenhafte Angst. Sie tut mir so schrecklich leid. Natürlich tut es dir leid, natürlich. Bitte sehr, Ihre Drinks. Es muss einfach furchtbar gewesen sein. Schatz, wir sollten jetzt nicht darüber reden. Weißt du, ich will aber mit dir darüber reden. Ich hab's überlebt und sie wurde ermordet. Summer, es tut mir so leid. Gott. Ich bin diejenige, die Glück hatte, nicht wahr? Ja, das hattest du. Ich bin so froh, dass ich noch meine Schwester habe. Und Sie bitte. Meinen besten Freund. Warren ist dir doch auch ein guter Freund. Ich weiß. Schatz, er tut doch unheimlich viel für dich. Findest du nicht? Du würdest dich vielleicht besser fühlen, wenn du mal vorbeigehst und Hallo sagst. Hast du noch etwas hinzuzufügen, Warren? Nein, ich habe alles gesagt, was ich weiß. Gut, aber da gibt es noch eine ganze Menge Fragen. Bist du sicher, dass du sie nicht beantworten kannst? Wie du zu den Münzen gekommen bist zum Beispiel? Ich habe deine Fragen beantwortet, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich wette, du könntest noch eine Menge sagen, Warren, wenn du nicht immer versuchen würdest, deinen Vater zu decken. Darf ich jetzt gehen? Es wird mir ja einfach zu viel vertuscht. Summer Blake scheint dich ebenso beschützen zu wollen. Du hast mit ihr gesprochen? Ja, sie bekam natürlich auch eine Vorladung. Und wo ist sie jetzt? Mason Capwell? Wo wurde er getroffen? Oh, in Ordnung. Melden Sie sich, sobald Sie Näheres wissen. Dein Vater wurde gerade in einem Zug gesehen, irgendwo in Montana. Und haben Sie ihn? Nein. Sie haben auf ihn geschossen, aber Sie wissen nicht, ob er verwundet ist. Entweder ist er gesprungen oder er fiel aus dem Zug. Mein Gott. Warren! Eine Fahndung wurde längst eingeleitet. Das war das Übelste, was er tun konnte. Er ist unschuldig. Mein Vater ist unschuldig. Und ich warne dich, falls ihm irgendetwas passiert. Aber Sie müssen doch irgendwas tun können. Ich meine, was ist mit Bestrahlung? Bestrahlung ist in diesem Fall keine gängige Therapie. Allerdings können wir Ihnen einige Medikamente verschreiben. Und? Helfen die? Nein. Aber Sie werden Ihren Blutdruck senken und demzufolge die Schwellung verringern. Aber das reicht nicht, Doktor. Ich will wieder gesund sein. Ich will normal sein. Die Sache lässt mir keine Ruhe mehr. Sie verändert mich irgendwie. Ich verstehe, dass Ihr Sehvermögen in Mitleidenschaft... Es ist nicht nur mein Sehvermögen, Doktor. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß nicht mehr, was ich tue. Ja, das ist auf den intrakranialen Druck zurückzuführen. Ach, hören Sie doch auf mit Ihrem Medizinerlatein. Peter, ich weiß, wie Sie sich fühlen. Sie wissen nichts. Sie wissen gar nichts. Sagen Sie mir eins, Doktor. Wurde über Sie mal ein Todesurteil gefällt? Hä?
Hören Sie, ich möchte, dass Sie sich beruhigen. Ja, klar, immer schön ruhig. Wenn der große Doktor sagt, sei mal eben ruhig, dann muss ich eben mein Schicksal annehmen und das Maul halten. Doktor, haben Sie sich in Ihrem Leben schon mal geirrt? Ha? Haben Sie schon mal eine hundertprozentige Fehldiagnose gestellt? Ja, selbstverständlich. Gut, dann irren Sie sich noch mal. Verstehen Sie mich, weil ich nicht sterben will. Und ich will auch nicht wie ein Krüppel weiterleben. Es scheint Ihnen nicht gut zu gehen. Ich werde Ihnen etwas geben, was Sie beruhigen wird. Nein, ich will nur, dass Sie mich allein lassen. Nur einen Augenblick, okay? Ich kümmere mich um mich selbst. Ich glaube nicht, dass ich Sie allein lassen kann. Bitte! Nur für ein paar Minuten. Also gut. Ich warte draußen vor der Tür. Machen! Niemals! Oh, Kelly. Alles, was mir passiert ist, geschah nur deinetwegen. Weil ich dich so sehr liebe. Und nicht aufhören kann, dich zu lieben. Und ich kann nicht ohne dich sein. Oh, Kelly, ich brauche dich so sehr. Einfach weggehen, so kannst du doch mit meinem Vater nicht umgehen. Also, ich sag dir, wenn wir noch länger geblieben wären, hätte ich was gesagt, was dich noch wütender gemacht hätte. Was hättest du denn sonst noch sagen können? Was tust du? Rufst du ihn an, um dich zu entschuldigen? Nein, ich rufe das La Mesa an. Hallo, hier ist Kelly. Ja, ich glaube, dass ich heute Abend nicht kommen kann. Nein, mir geht's gut, es gibt nur ein Familienproblem. Würden Sie Sally fragen, ob sie für mich einspringen könnte? Oh, vielen Dank. Gut, dann bis morgen. Ich bin froh, dass du da heute Abend nicht hingehst. Und ich wünschte, du würdest dort so lange nicht mehr hingehen, bis sie den Mörder gefunden haben. Das mag vielleicht eigenartig für eine Capwell klingen, aber ich brauche die Arbeit. Wovon sollen wir denn leben? Oh, das soll eine Spitze gegen mich sein, weil ich nicht für dich sorgen Nein, kann. Nein, das sind schlicht die Tatsachen. Und wieso bist du dann so wütend auf mich? Weil du ohne Grund unhöflich zu meinem Vater gewesen bist. Kein Grund? Der Mann hat mich auf die Straße gesetzt. Dafür hast du keinen stichhaltigen Beweis. Er unternimmt doch wohl alles Mögliche, um sich in unser Leben einzumischen. Joe, du hättest ihm mal zuhören sollen. Es tut ihm wirklich leid. Er weiß, dass er uns früher schlecht behandelt hat. Er versucht doch nur, es wieder gut zu machen. Indem er mich in die Knie zwingt. Indem er uns seine Unterstützung anbietet. Was dein Vater anbietet, empfinde ich als Almosen. Und ich halte die Vorstellung nicht aus, von irgendjemandem Almosen zu bekommen. So meinte er das überhaupt nicht. Du wirst ja richtig blind, wenn es um deinen Vater geht. Nein. Ich weiß, dass er nicht perfekt ist, aber ich liebe ihn. Du hast doch deinen Vater auch geliebt. Ich meine, du hast ihm vergeben, als ihm klar wurde, wie falsch er über dich dachte. Das ist doch wirklich ganz was anderes. Nein, das ist es nicht. Du weigerst dich, etwas Gutes in meinem Vater zu sehen, egal wie oft er versucht, seine Fehler wieder gut zu machen. Kelly, in dieser Sache musst du einfach zu mir stehen. Gerade jetzt brauche ich dich mehr als dein Vater. Wieso stellst du mich vor die Wahl? Wieso sind wir nicht einfach eine Familie? Tja, du denkst wohl, ich bin ohne besonderen Grund so hartnäckig, was? Du hättest ja wenigstens mal in Erwägung ziehen können, dass Daddy auch die Hochzeit arrangieren könnte. Nein, das hat doch damit wirklich überhaupt nichts zu tun. Hast du dabei eigentlich ein einziges Mal an meine Gefühle gedacht? Aber natürlich. Das glaube ich nicht. Alles dreht sich nur um dich. Dein Schmerz, dein Stolz, dein Ärger. Ich wurde nie gefragt. Ich möchte meinen Vater auf meiner Hochzeit haben und ich möchte, dass er mich zum Altar führt. Das kann er ja tun, aber ohne die Rechnung zu bezahlen. Du klingst, als würde ich ein Preisschild tragen oder sowas. Nein, nein, nicht ganz. Das Preisschild hängt an mir. Wovon redest du überhaupt, Joe? Es ist Tradition, dass der Vater der Braut die Hochzeit ausstattet und nicht der Gatte. Und niemand hat was anderes im Sinn. Verdammt, aber ich! Ich will es ganz anders machen. Hör zu, Kelly, ich liebe dich. Aber ich weiß auch, was dein Vater wirklich vorhat. Er will uns doch nur in seiner Abhängigkeit sehen. Am liebsten hätte er mich in einer Schublade und er steckt den Schlüssel ein. Aber ich habe zu viele Jahre in einem Gefängnis verbracht, um in ein anderes gesperrt zu werden. Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Auf keinen Fall. Tut mir leid. Basta. Was? Sieh mal, da sieht's doch so aus, als könnte man da gut ein Tagebuch verstecken, oder? Ja, das sehen wir uns gleich mal an. Okay.
Okay, aber sei vorsichtig und mach nicht gleich zwei Teile daraus. Du brauchst dich nicht zu beunruhigen, Eden. In Ordnung. Da hast du's. Das ist ja wirklich nichts Beunruhigendes, weil da eigentlich gar nichts ist. Oh. Nein, da ist gar nichts. Ich sehe überhaupt keinen Platz mehr, hier irgendein Geheimfach unterzubringen. Es sei denn, es handelt sich um einen Quadratzentimeter. Mir fällt da gerade was ein. Könntest du dir vorstellen, dass es noch einen Sekretär auf der Amanda Lockridge gibt? Du meinst, wir haben vielleicht das falsche Möbelstück hochgeholt? Ich geb's nicht gern zu, aber es ist schon möglich. Oh. Es gibt aber trotzdem einen Lichtblick. Und der wäre? Wir brauchen uns den ganzen Winter über nicht um Holz zu kümmern. Na, wenn das kein Lichtblick ist. Ja. Weißt du, irgendwie tut's mir leid. Meinst du, wir könnten ihn vielleicht noch mal zusammensetzen? Absolut unmöglich. Oh. Naja. Da du ihn so fachkundig zerstört hast, werde ich die Verantwortung übernehmen und hier aufräumen. Das ist wirklich nett von dir, Eden. Wie sagt man noch, das ist Gleichberechtigung. Ja, Gleichberechtigung. Pass auf die Splitter auf. Oh nein, ich habe nicht daran gedacht, ihr selbst sauber zu machen. Ich dachte eher daran, einen Service anzurufen. Ja, genau, natürlich. Wie konnte ich nur so naiv sein? Das habe ich mich auch schon gefragt. Komm schon, Partner. Lass uns hier langsam verschwinden. Gib mir mal die Handtasche. Wenn du mir die Jacke reichst. Hallo. Hallo. Ich kam so schnell ich konnte. Das ist eigentlich kein Notfall. Ich wollte dich nur sehen und ein bisschen mit dir feiern. Was ist denn los? Eigentlich eine ganze Menge. Naja, die Tatsache, dass Lionel Lockridge geflohen ist zum Beispiel. Ist das wahr? Oh ja, wenn es zuvor jemals Zweifel an seiner Schuld gab, sieht's jetzt anders aus. Der andere Teil der guten Nachrichten ist, dass er allem Anschein nach bald festgenommen wird. Und wenn das geschieht, büßt er nicht nur die 5 Millionen Dollar Kaution ein, sondern es bedeutet, dass er die restliche Zeit bis zur Verhandlung im Gefängnis verbringen muss. Das heißt, wenn sie ihn lebend finden. Ich weiß nicht, aber wie kommst du darauf, dass er so schnell gefasst wird? Weil mir gerade gesagt wurde, dass er vor kurzem etwas hektisch einen fahrenden Zug verlassen hat. Und zwar im Kugelhagel. Der ist für dich. Vielen Dank. Veronica, deine Hände zittern. Was ist los? Oh, ich weiß nicht. Ich bin nur ein bisschen nervös heute. Und wieso? Na, weißt du, mir geht ständig diese Kellnerin durch den Kopf, die im La Mesa ermordet wurde. Ja, einer dieser scheußlichen Fälle, mit denen ich zu tun habe. Und gibt es einen Verdacht? Nein, nicht viel, worauf man sich stützen kann. Wir haben eine weiße Nelke, eine Flasche Parfum. Kannst du denn jetzt schon darüber reden? Naja, eigentlich schon. Es geht mir wieder ganz gut. Was ist denn mit den Fingerabdrücken? Oh, es gibt Hunderte. Im ganzen Restaurant. Hallo, Mason. Peter, was machst du denn hier? Ich würde gerne ein paar Minuten mit dir sprechen. Darf ich reinkommen? Ich habe Besuch. Bitte, es ist wichtig. Für dich vielleicht, nicht für mich. Also gut, aber nur für ein paar Minuten. Veronica. Hallo, Peter, wie geht es dir? Naja, ganz gut. Das freut mich. Ich werde euch zwei allein lassen. Also, Peter, worum geht es? Du wirst dich freuen zu erfahren, dass ich Santa Barbara verlasse. Endgültig. Gut. Ich halte das wirklich für das Beste. Für alle von uns. Das Problem ist, dass ich pleite bin. Ich war zu kurz bei Capwell Enterprises, um was sparen zu können. Naja, die Krankenhausrechnungen haben mich ruiniert. Aha, und du erwartest nun eine lebenslange Rente von mir? Ich meine eigentlich nur ein Darlehen. Ich verspreche dir, dass ich es zurückzahle. Eigentlich brauche ich nur was, um mich selbstständig zu machen. Weißt du, das ist ein bisschen vage, Peter. Welche Pläne hast du? Ich will das Land verlassen. Nur weg aus Santa Barbara. Irgendwo neu anfangen. Ich schwöre, deine Familie nie wieder zu belästigen. Hm. Aber du meinst nicht nur das Geld für den Flug oder Überbrückungsgelder, bis du einen neuen Job gefunden hast. Du willst mehr. Ich muss irgendwo wieder von vorne anfangen.
Du weißt doch, nach allem, was mir passiert ist. Was immer dir auch passiert ist, Peter, du hast es selbst verschuldet. Nein, tut mir leid. Du suchst immer nach Freifahrtscheinen, nur von mir bekommst du keinen. Die Antwort ist nein. Mason, hast du denn gar kein Mitleid? Immerhin war ich fast mit deiner Schwester verheiratet. Deinetwegen wurde ich beinahe wegen Mordes an meinem Bruder angeklagt. Du solltest besser gehen, Peter. Mason, du schuldest mir was. Ich hab dir geholfen und dafür schickst du mich jetzt einfach weg? Ich glaube dir nicht. Ich schulde dir gar nichts, Peter. Und jetzt raus. Du machst einen mächtigen Fehler, wenn du mir nicht hilfst. Und du wirst es bereuen. Ich hoffe, das ist keine Drohung, Peter. Denn wenn es eine ist, könnte ich in Betracht ziehen, die Anklage gegen dich wieder aufzunehmen. Es ist keine Drohung. Gut. Auf Wiedersehen, Peter. Fahr zur Hölle, Mason! Wollte, dass ich ihm eine größere Summe Geld leihe. Unvorstellbar, was? Er muss wirklich vollständig verrückt sein, anzunehmen, dass ihm irgendeiner je wieder glauben würde. Mason, hast du nicht bemerkt, dass er irgendwie anders war? Ja, er erschien mir verzweifelter, noch unberechenbarer, wenn das möglich ist. Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich meine etwas ganz anderes. Weißt du, im Krankenhaus sah ich ihn und ein kleines Mädchen und er war sehr sanft. Möglicherweise hat er sich doch geändert. Nein, vergiss deine Sentimentalitäten, meine Liebe. Er könnte sie spüren und dich für immer um deine Ersparnisse bringen. Nein, Peter Flint hat sich nicht verändert, es sei denn zum Schlechten. Er ist ein schwacher und auch teuflischer Mensch. Ach, entschuldige, Veronica, ich muss versuchen, Kelly zu erreichen, bevor sie zur Arbeit geht. Kelly? Gut, hier ist Mason. Ein Glück, dass du noch da bist. Ich muss dich noch sehen, bevor du losgehst. Ja, ich verstehe. Ich würde mich freuen, wenn du so bald wie möglich in die Präsidentensuite kommen würdest. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Kelly, ich würde ewig auf dich warten. Okay, mal sehen, ob wir diese Insel ohne Amendas-Karte finden können. Hast du die Fotos vom Logbuch des Captains? Ja, die sind hier. Such dir doch mal die Seite, die datiert ist mit Oktober, und zwar den 20.1884. Ja, den habe ich schon hier. Gut, okay. Also, hast du ein Problem? Oh nein, mir ist nur gerade ein Wort aufgefallen. Welches Wort? Lust. Wo, lass mich sehen. Genau da siehst du. Selbst die... Turbulenz? Selbst die... Turbulenzen der See um uns herum sind kein Vergleich zu dem Aufruhr in diesen drei Seelen. Hervorgerufen durch die tödliche Sünde der Lust, das ist ja heiß. Hm. Offensichtlich war der Kapitän ganz aus dem Häuschen wegen der ausufernden Leidenschaften um ihn herum. Ja, die Leidenschaften, die uns das immer so antun. Hm? Oh. Ich habe nicht erwartet, das von Mr. Cool persönlich zu hören. Du kennst mich doch. Oh. Jetzt zurück zum Oktober. Was? Ja. Versuch, den Absatz zu finden, indem er die Koordinaten zur Insel angibt. Ja, ich hab's, aber es ist alles ganz unleserlich. Ja, ich weiß, aber wir müssen es entziffern. Was sollen wir sonst tun, hm? Versuch's. Also gut, und? Bist du fertig? Ja. Es könnte vielleicht 103 Grad heißen. 10 Minuten westlicher Länge. Okay. 7 Grad, 14 Minuten südlicher Breite. Das könnte es vielleicht heißen. Ja, mit ziemlich viel Fantasie. Was ist denn los? Gibst du schon auf? Es stört mich einfach, dass auf dieser Karte keine Insel ist, die mit diesen Koordinaten zu finden ist. Entweder lag der Kapitän falsch, oder wir können es nicht richtig lesen, oder sie ist einfach nicht auf der Karte. Oder sie ist möglicherweise verschwunden. Also, wenn wir das Tagebuch nicht finden, haben wir keine Karte und auch keinen Smaragd. Genau so ist es. Hast du nicht noch ein paar Ideen? Keine einzige. Hallo. Oh, hallo. Störe ich euch gerade bei einer wichtigen Besprechung oder sowas? Oh, nein, nein, wir sind fertig. Ist alles in Ordnung? Naja, durchwachsen. Habt ihr vielleicht irgendetwas von Ted gehört? Oh, nein, nur, dass es ihm und Laken gut geht. Was soll das Ganze eigentlich? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wo er ist oder wann er zurückkommt. Ich glaube, sie haben es beide ziemlich schwer. Danke jedenfalls. Ich muss gehen. Mason will mich noch sprechen. Kelly,
Du willst doch über irgendein Problem sprechen. Nein, nicht jetzt. Ja, oder doch. Cruz, es ist wegen Joe. Was ist mit ihm? Ich mache mir Sorgen um ihn. Er könnte so gut einen Job gebrauchen. Aber er denkt nicht daran, einen von Daddy anzunehmen. Von keinem will er sich helfen lassen. Du hast doch für Dad gearbeitet. War es so schlecht? Ich arbeite für ihn und es ist gar nicht so übel. Moment mal, die Frage wurde an mich gerichtet, Partner. Verzeihung. Also, Joe wird in die Familie einheiraten, versteht ihr? Und das gibt den Dingen einen völlig neuen Anstrich. Aber wieso denn? Er weiß doch, dass er mir nichts beweisen muss. Ja, aber ich muss dir doch nicht sagen, dass er sehr stolz ist. Nein. Aber ich glaube, dieser Stolz, unerbittlich, eigensinnig und hartnäckig, wie er ist, wird ihn am Ende gewinnen lassen. Ich schwör's dir. Ich erinnere mich, in der Highschool, da sagten sie ihm, er wäre zu langsam und nicht kräftig genug, um Football zu spielen. Er kniete sich also rein und wurde der beste Flankenspieler, den die Schule je hatte. Im Oberstufenjahr beim Meisterschaftsspiel hat der Typ verletzt 3 Touchdown-Pässe erspielt und alle Jungs hingen an ihm dran. Einschließlich des Satzgewinners, wo er buchstäblich in der Endzone K.O. geschlagen wurde, aber er hielt den Ball. Er ist ein Typ, weißt du... Er würde nie aufgeben. Da hast du völlig recht. Ja. Und auch wenn er es täte, hielte man ihn immer noch für den, der deinen Bruder getötet hat. Ja, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es ihm Spaß macht, sich das Leben schwer zu machen. Stimmt schon, aber... Weißt du, er ist sein eigener Herr dabei. Was willst du sagen? Ich meine, er setzt sich immer durch, um seinen Weg zu gehen. Er kämpft genauso für Leute, die er liebt, wie für sich selbst. Ich meine, so sieht's nun mal aus. Kelly, du hast Glück, mit ihm zusammen zu sein. Das glaube ich auch. Ich glaube, er hat noch mehr Glück, weil er eine Frau hat, die ihn zu schätzen weiß. Und das ist mehr, als einige andere die Köpfe von sich sagen können. Er ist wunderbar. Wirklich. Danke, Cruz. Über den Jungen rede ich immer gerne, Baby. Danke. Auf Wiedersehen, Ihnen. Wiedersehen. Man weiß dich also richtig zu schätzen, hm, Cruz? Naja, man tut, was man kann, nicht wahr? Also, wie geht's Brandon? Er macht sich toll. Er ist immer noch mit seinen Spielsachen zugange. Das glaube ich. Wie geht's dir denn so? Oh, gut, weißt du, ich bin jetzt in der Elterngruppe der Schule und mein Tennis macht Fortschritte. Du weißt, was ich meine, Gina. Vor dir kann man auch nichts geheim halten. Ich denke, Sissy und ich sind uns näher gekommen. Einzelheiten, bitte. Naja, eigentlich nur Kleinigkeiten. Ich denke, er lässt in Bezug auf uns beide ein paar Schranken fallen. Also hast du offensichtlich deine Ansichten über ihn nicht geändert. Ich bin sogar mehr denn je an ihm interessiert. Na, dann hoffe ich, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich hoffe, das geschieht bald, denn für ein Klosterleben bin ich nicht geeignet. Also, weißt du, so lebst du doch nun auch wieder nicht. Doch, irgendwie schon. Naja, du solltest mal mit anderen Männern ausgehen. Und unser Verhältnis zerstören? Oh nein, dann leide ich lieber noch etwas. Na, dann sollten wir dich vielleicht doch unter eine kalte Dusche stellen, oder? Nein, danke, Summer, das ist keine so gute Idee von dir. Wirklich nicht? Sissy ist zu clever, dich laufen zu lassen. Das glaube ich auch. Wenigstens hoffe ich. Das einzige Problem könnte Eden sein. Eden? Wieso? Sie hängt so an ihrem Vater, als ob sie ihn beschützen wollte. Ja, denkt Eden denn, dass sie ihn vor dir beschützen muss? Ja, das scheint mir so. Wie soll ich denn bloß damit umgehen? Mir fällt schon was ein. Hallo. Kelly, ich dachte schon, du würdest nicht kommen. Ich sagte doch, dass ich komme. Was ist los? Kelly. Ich liebe dich so sehr. Ich will dich haben, Kelly. Oh Gott, ich will dich. Hallo, Summer. Hallo, Warren. Könnte ich... Ist es euch recht, wenn ich mich zu euch setze? Ja, Summer. Ja, ich denke schon. Ich wollte aber gleich wieder gehen. Aber doch nicht sofort. Ich hoffe, du denkst nicht, ich hätte Warren hergebeten. Nein, eigentlich war ich auf der Suche nach dir, seit ich hörte, du wärst in der Stadt. Oh, ich muss jetzt Brandon von der Schule abholen. Wirst du allein zurechtkommen? Ja, sicher. Gut, bis bald. Wiedersehen. Ja, danke, Gina. Bis dann. Also,
Gina erzählte mir von dieser entsetzlichen Sache, die dir passiert ist. Das tut mir so leid. Eigentlich noch viel mehr als das. Es tut mir sehr leid. Und ich bin sehr wütend. Ich wünschte so sehr für dich, ich könnte das alles ungeschehen machen. Am liebsten würde ich diesen Jungen finden und ihn fertig machen. Mach dir keine Sorgen, ich werde schon nicht durchdrehen. Ich werde einfach hier sein. Für dich. Du musst mir glauben. Ich wollte eigentlich nur, dass du weißt, dass ich dich verstehe. Dass du nie Angst um mir haben musst, weil ich dir niemals wehtun werde. Das musst du mir einfach glauben. Ich bin sehr glücklich, dich zu sehen, Juan. Bin ich wirklich? Oh Mann, Summer, du weißt gar nicht, wie glücklich mich das macht. Also, wie geht's dir? Sag schon, geht's dir gut? Alles okay? Okay. Ich bin jetzt in Therapie, weißt du. Wie läuft die so? Gut. Das ist im Moment die wichtigste Sache für mich. Ich bin gerade dabei, so viel über mich selbst zu lernen. Was denn zum Beispiel? Ich habe gelernt, dass es in Ordnung ist, wenn ich mich über verschiedene Sachen aufrege. Naja, dass es wichtig ist, über Sachen wütend zu sein. Du solltest wissen, dass ich dir nicht böse bin, wenn du die Wahrheit über mich sagst. Wenn ich die Wahrheit über dich sage? Ja, zu Mason. Mason Caffrell. Ich weiß, dass er dich gerade verhört und du sollst wissen, dass du mich nicht zu schützen brauchst. Du kannst ihm ruhig alles sagen. Aber ich will dir doch helfen, Morgan. Weißt du, wie du mir am meisten hilfst? Ich möchte dich sehen, solange du hier bist. Ich möchte mich mit dir unterhalten. Ich möchte, dass du mir vertraust. Du musst doch nicht nach L.A. zurück heute, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber ich kann dich wirklich nicht so oft sehen, Juan. Es ist einfach zu früh. Ich kann damit noch nicht umgehen. Ist doch okay, das verstehe ich doch. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Wie lange ich brauche. Ich liebe dich. Du bist alles, was ich brauche. Ist das wirklich so? Ja. Ja, es war schrecklich, als du weg warst. Ich weiß gar nicht, was ich in der ganzen Zeit getan habe, bevor ich dich kennengelernt habe. Ich weiß es nicht. Naja, aber ich werde wieder weggehen. Ist mir egal. Ist mir wirklich egal. Ich meine es wirklich ernst mit dir. Und ich werde auf dich warten, egal wie lange es dauert. Ich möchte nicht, dass du das tust. Das ist etwas, was ich dir nicht versprechen kann. Weil ich nicht aufhören kann, dich zu lieben. Ich muss erst lernen, mich selbst zu lieben, bevor ich jemand anderen lieben kann. Du bist nun mal die liebenswerteste Person, die ich kenne. Und wenn du das alles durchgestanden hast, möchte ich bei dir sein, verstehst du? Sei mir nicht böse, ich habe noch eine Verabredung mit Mason. Alles klar, ich kann nicht ja hinfahren. Oh, das musst du wirklich nicht. Das weiß ich, aber ich mach's gern. Ich will dich ja nicht bedrängen, aber ich habe einfach Angst um dich. Ich will dich nicht gern alleine fahren lassen, Summer. Tja, da ist ein Killer in der Stadt. Und ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich dich begleite. Okay. Brandon, wo bist du? Brandon! Er ist gerade vorbeigeflogen. Er sagt, er müsste unbedingt dein Fernsehprogramm sehen. Wie ein geölter Blitz, so wie ich ihn kenne. Kann ich helfen? Nein, es ist alles bestens. Glaubst du, es macht Rosa etwas aus, wenn ich heute Abend koche? Frag sie. Gut, das werde ich. Es gibt heute ein fabelhaftes Sukiyaki-Dinner. Dein Vater sagte mir, er liebt es. Ich habe ein super Rezept. Hört sich gut an. Ich habe sogar die kleinen Shiitake-Pilze gefunden. Weißt du, diese winzigen, die auf Bäumen wachsen? Ja, ich weiß. Und ich habe Mini-Karotten und Zucchinis und das beste Kalbfleisch. Oh, und natürlich bist du zum Abendessen eingeladen, falls du Sukiyaki gern isst. Nett von dir, aber ich kann nicht. Ich habe noch was vor. Oh, das ist aber schade. Offensichtlich hat er dein Dinner völlig vergessen, weil er gar nicht zu Hause ist. Es war gewissermaßen als Überraschung geplant. Ich war ziemlich sicher, dass er heute Abend zu Hause ist. Oh nein, er ging aus mit Liz Peer. Naja, du weißt schon, sie hält sich hier auf und verteilt Kunstratschläge fürs Haus. Ja, ich weiß, was sie hier tut. Tja, sie bleiben vielleicht weg und vielleicht gehen sie auch irgendwo essen. Es ist wirklich zu blöd. Ich meine, er wird bestimmt traurig sein wegen des Sukiyakis. Es wird aber meinem Sukiyaki-Dinner nicht schaden. Es lässt sich immer wieder aufwärmen. Oder ich mache es ein andermal für ihn. Ja, Gina, eine gute Idee. Weißt du, auf ein paar Sachen bin ich stolz. Ich bin wirklich flexibel.
Und ich schaffe es immer wieder, dass die Dinge auch irgendwie klappen. Ich rief an, weil ich mir Sorgen um dich und Eden gemacht habe. Oh, wie brüderlich von dir, Mason. Wolltest du mich deswegen sprechen? Ich wünschte, du würdest deinen Ton zügeln. Ich meine es ernst, deine junge Frau wurde gestern brutal ermordet. Ich weiß, ich habe mit ihr zusammengearbeitet. Allem Anschein nach handelt es sich um einen Psychopathen, der nur hinter Kellnerinnen her ist. Ich will, dass du im La Mesa aufhörst, solange bis wir ihn gefunden haben. Dann können Sie den Laden ja gleich dicht machen, wenn dort keiner mehr arbeiten will. Es ist nett von dir, wie du dir um das Geschäft Sorgen machst, aber du solltest nicht dein Leben dafür riskieren. Ich will aber meinen Job nicht aufgeben. Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, was du zu tun hast. Schön, dass du das so siehst. Aber das ist einer der brutalsten Fälle, die ich je erlebt habe. Ich mache mir doch nur Sorgen um dich, das ist alles. Danke, Mason, das ist sehr nett von dir. Gibt es denn schon irgendwelche Anhaltspunkte? Oh nein, es ist absolut frustrierend. Die Untersuchungen sind abgeschlossen, aber wir haben nichts gefunden. Keine Feinde, keine Ex-Liebhaber, nichts. Gar nichts. Mason, es ist unvorstellbar für mich. Überleg dir gut, ob du im La Mesa arbeiten willst. Ich muss es aber. Ich kann doch die Leute nicht hängen lassen. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die andere im Stich lassen. Ich verspreche, ich werde vorsichtig sein. In Ordnung, ich werde mehr Wachen aufstellen lassen. Hallo. Hallo, Summer. Ich bin froh, dass du zurückgekommen bist. Danke. Im Moment brauche ich dich nicht, Warren. Ich hatte auch nichts vorzubleiben. Ich wollte nur die Lady hier sicher vorbeibringen. Hallo, Kelly. Hallo. Hallo, ihr beiden. Entschuldigt mich. Mason Capwell. Hör zu, macht's was aus, wenn ich vorbeikomme und dich abhole? Wo haben Sie ihn aufgegriffen? Ich weiß aber nicht, wie lange es dauern wird. Wann? Ich muss dich sehen. Aber lass dich nicht wieder entwischen. Das ist mir alles egal. Ich bin gleich da. Ich will, dass wir uns nachher wiedersehen. Warren, dein Vater wurde gerade gefasst. Wo ist er? Unten im Polizeipräsidium. Ich komme nachher vorbei, ja? Okay, viel Glück. Summer, ich werde unser Treffen leider kurz machen müssen. Oder wenn du vielleicht hier warten könntest, ich werde nicht lange wegbleiben. Okay, ich kann warten. Ich kann hier bleiben. Möchtest du eine Tasse Kaffee oder so etwas? Ja, gern. Das Gut. wäre nett von dir. Ich bin höchstens eine Stunde weg. Bin gleich wieder da. Wiedersehen, Mason. Wiedersehen. In welches Café möchtest du gehen? Weiß nicht. Nur nicht ins La Mesa, wo das mit dem Mädchen geschehen ist. Gut. Wie wär's, wenn wir in den State Street Saloon gehen? Er ist hier ganz in der Nähe. Ja, das wäre gut. Dann hinterlasse ich Warren eine Nachricht, dass er uns dort findet. Dann lass uns gehen. Okay. Kelly. Meine wunderschöne Kelly. Ich sehne mich so nach dir. Kannst du das nicht fühlen? Spürst du das nicht? Du weißt doch, wie sehr ich dich brauche. Hallo. Vielen Dank, sehr nett. Wo ist Lionel Lockridge? Er sitzt vor Ihnen und wenn man mir nicht sagt, was hier los ist, fange ich an, die Beherrschung zu verlieren. Soll das ein Witz sein? Wer sind Sie? Sagte ich doch. Und wer zum Teufel sind Sie? Ich bin Warren Lockridge, Lionels Sohn. Ach ja? Ja. Also mein Kind sind Sie nicht. Sie müssen zu dem anderen Lockridge gehören. Ja, das sieht wohl ganz so aus. Und wo ist der Officer? Da ist er. Irren Sie sich öfter? Hier scheint ein Fehler unterlaufen zu sein. Was ist überhaupt los hier? Das ist nicht Lionel Lockridge. Das ist der Name, den er angab und der Ausweis wurde überprüft. Wenn Sie schon was überprüfen. Ich kenne Lionel Lockridge und auch seinen Sohn hier. Das jedenfalls ist er nicht. Wer sind Sie? Wie ist Ihr richtiger Name? Ich möchte mit einem Rechtsanwalt sprechen. Ich bin Anwalt. Und ich sage Ihnen, wenn Sie mir nicht sagen, wer Sie wirklich sind und wie Sie zu Lionels Ausweis gekommen sind, werfe ich Sie in Einzelhaft und lasse Sie verrotten. In Ordnung, hören Sie, Mister. Ich sage Ihnen, was Sie wollen, aber Sie müssen mir versprechen, mich hier rauszulassen. Ich habe nichts verbrochen. Keine Geschäfte. Aber ich will nicht ins Gefängnis. Sie werden verdammt großen Ärger bekommen, wenn Sie jetzt nicht anfangen zu reden. Also gut, ich lief an den Bahngleisen entlang und da lag einer im Graben. Wer lag da, mein Dad? Ja. Warte, Warren. Fahren Sie fort. Er lag regungslos unten neben den Bahngleisen und ich dachte, es wird ihm nichts ausmachen, wenn ich mir seine Brieftasche nehme, weil er ja sowieso tot war. Tot? Woher wussten Sie, dass er tot war? Was haben Sie denn verlassen lassen, Warren? Mein Gott, sein Jackett. Sie tragen sein Jackett? Sie haben ihn getötet. Nein, Sie haben ihn umgebracht. Ich war verantwortlich. Ich freue mich nicht gerade darauf, Mason wiederzusehen. Ihr Kaffee? War er grob zu dir? Ja. Bitte? Danke. Aber ich...
Ich sollte wohl nicht über ihn sprechen. Er ist ja dein Bruder. Oh nein, weißt du, ich mache mir nichts vor über Mason. Ich weiß, wie einschüchternd er sein kann. Er scheint wohl zwingende Gründe zu haben, mich verhören zu wollen. Er hat mir schon früher Fragen gestellt und ich habe ihn vertröstet. Ich fürchte mich, dass aber er diesen ganzen Wust von Fragen noch einmal stellt. Es tut mir leid, aber ich habe nur noch einen Tisch im Hinterraum. Ich habe einen richtigen Grund, davor zu ihm zu gehen. Was würde passieren, wenn du ihn noch einmal vertröstest? Ich weiß nicht. Vielleicht macht er mir dann Schwierigkeiten. Gerechtigkeit ist nicht immer gleich Gerechtigkeit. Ja, deswegen ist sie ja auch blind. Ja, und stumm ist sie auch manchmal. Also weißt du, Kelly, du kennst die Antworten auf einige Fragen, die Mason stellen wird. Oh. Sie betreffen Warren und die Goldmünzen. Kelly, weißt du, ich kenne Warren ziemlich gut. Und ich weiß ganz genau, dass er nichts, gar nichts zu tun hat mit dem Tod Channings. Wenn du dir so sicher bist, wieso fürchtest du dich dann so sehr, die Fragen zu beantworten? Weil Dinge sich verändern können. Und ich habe Angst davor, dass sie Warren verletzen könnten. Also, ich würde nicht sagen, dass Mason sich scheut, Dinge zu verdrehen, zu seinen Gunsten. Aber ich denke nicht, dass er hinter Warren her ist, Summer. Kelly, Warren ist ein Lockridge. Ich weiß nicht, vielleicht versucht Mason etwas rauszukriegen, um irgendwie an Lionel heranzukommen oder so etwas. Wie dem auch sei, es ist ziemlich unangenehm. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich hoffe, dass du Warren nicht belasten wirst. Verstehst du? Du bittest mich doch nicht etwa seinetwegen zu lügen. Nein, ich... Kelly, ich weiß nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Warren unschuldig ist. Das weiß ich nicht. Und ich verstehe nicht, woher du das wissen willst. Tut mir leid, Summer, aber ich will ehrlich zu dir sein, verstehst du? Das weiß ich doch. Egal, was du aussagen wirst, es wird dir nicht helfen, Channings Killer zu finden. Die ganze Sache wird nur Warren verletzen. Nun sei doch mal vernünftig. Ich kann doch niemanden in Schutz nehmen. Und schon gar nicht einen Lockridge. So etwas passt mir nicht. Ich tue nur das, was ich für richtig halte. Ja, das mache ich auch. Fein. Das finde ich wirklich gut. Ich liebte meinen Bruder. Und ich will rauskriegen, wer ihn ermordet hat. Auch wenn es jemand aus der eigenen Familie gewesen ist. Ich verdächtige Warren nicht, aber ich will die Wahrheit wissen. Es scheint keinen Menschen zu interessieren, dass hier auch Unschuldige in Mitleidenschaft gezogen werden. Warren hat die Goldstücke gestohlen. Also ist er nicht unschuldig. Kelly, ich glaube, ich gehe jetzt lieber, weil wir nichts mehr zu besprechen haben. Nein. Du bleibst und trinkst aus. Ich werde gehen. Okay. Tut mir leid, dass es so weit kommen musste. Mir auch. Kelly, warte! Weg ist sie. Kelly ist ja gar nicht weg. Ich habe mich geirrt. Ich habe niemanden umgebracht. Halten Sie mich ruhig, Warren. Ruhe jetzt! Also Warren, wenn du dich jetzt nicht beruhigst, lasse ich dich rauswerfen. Er hat ganz sicher das Jackett meines Vaters. Ist ja gut. Der Sache werden wir schon auf den Grund gehen. Also zuerst, wie heißen Sie wirklich? Stubbs, Charles Stubbs. Aha. Nun sagen Sie uns mal, wann haben Sie Lionel Lockridge neben den Bahngleisen gefunden, Mr. Stubbs? Gestern Abend außerhalb von Sacramento. Moment mal, Sie nahmen ihm sein Jackett und seine Papiere gestern Abend weg? Das sagte ich doch, gestern Abend. Letzte Nacht. Und Sie haben nichts gemeldet und nichts versucht. Halt diesen Kerl Warren, fest. Warren, hör mir zu. Dein Vater wurde in einem Zug gesehen. Und zwar heute. Verstehst du? Das bedeutet, dass er heute noch am Leben war. Dieser Mann konnte ihn gestern nicht getötet haben. Sag ich doch die ganze Zeit. Und wenn er die falsche Zeit angegeben hat? Warren, dein Vater fiel oder sprang aus einem fahrenden Zug in Montana. Und das war vor einigen Stunden. Und dieser Mann hier wurde drei Staaten weiter aufgegriffen. Ja, ich war noch nie in Montana. Jemand hat doch gesagt, dass ein paar Schüsse gefallen sind. Ja, das stimmt. Aber wir wissen weder, wo er ist, noch ob er getroffen wurde. Ich will nicht mehr mit dir verlobt sein, Peter. Ich liebe dich nicht mehr. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht.
Schönen Abend. Verzeihen Sie. Heißen Sie vielleicht Summer Blake? Ja. Warren Lockridge hat mir gesagt, ich könnte Sie hier finden. Ich bin Peter Flint, ein Freund von ihm. Ich bin sein Lehrer in Lyman gewesen. Ich verstehe nicht. Naja, Warren hatte einen Unfall. Was? Was für ein Unfall? Er wurde von einem Auto angefahren. Oh mein Gott. Sehen Sie, ich war zufällig dabei und rief den Krankenwagen an. Er fragte immer nach Ihnen und ich versprach ihm, dass ich versuchen werde, Sie zu finden. Wo ist er denn? Wie? Im Krankenhaus. In welchem Krankenhaus ist er denn? Mein Wagen steht vor der Tür. Ich werde Sie hinfahren. Okay. Gut. Wie schwer ist er verletzt? Mr. Flint! In welchem Krankenhaus ist denn Warren? Was haben Sie denn? Wieso reden Sie nicht mit mir? Ich habe etwas für Sie. Was denn?